Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 20. Mai 2015 mit der Nummer 598. 15,2 Grad sind es momentan hier und meine Mietze ständert gerade, aber macht nichts. Die Honigmann-Nachrichten. La Jolla. Meterhohe Wellen schlagen ununterbrochen an die Küsten der Ozeane. Viel höher als selbst Tsunami-Wellen bauen sich unsichtbare Wogen unter der Wasseroberfläche auf. Diese internen Wellen analysierte nun eine multinationale Forschergruppe in der Luzonstraße zwischen den Philippinen und Taiwan. Dort breiten sich nach bisheriger Kenntnis die stärksten Wellen mit Höhen von mehreren 100 Metern aus. Die von dieser Wasserbewegung verursachten Turbulenzen haben einen großen Einfluss auf Klimaprozesse, die Navigation unter Wasser und den Nährstofftransport in den Ozeanen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature oder Natur. Genf, Welt. Trotz wirtschaftlichen Wachstums nimmt die Zahl sozial ungesicherter Beschäftigungsverhältnisse nach Expertenangaben weltweit zu. Als Folge würden Einkommen sinken und die Armut wachsen, warnte die Internationale Arbeitsorganisation ILO in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Den Angaben zufolge arbeiten 3/4 aller Erwerbstätigen weltweit in befristeten oder informellen Jobs. Immer weniger Arbeitnehmer hätten eine klassische Vollzeitbeschäftigung mit festem Vertrag und sicherem Gehalt, erklärte die ILO. Ohne staatliche Gegensteuerung werde sich ein Teufelskreis aus schwacher globaler Nachfrage und langsamen Jobaufbau der Nachkrisenzeit verstetigen, warnten ILO-Fachleute im Bericht über globale Beschäftigung und gesellschaftliche Entwicklungen 2015. Kolonie Welt. In einem ungewöhnlichen Aufruf forderten Vertreter der internationalen Finanzindustrie Staaten und Regulierer auf, Vorkehrungen für die nächste Krise zu treffen. Sie fürchten, dass zu viel Geld in die falsche Richtung geflossen ist. Sie fordern mehr Kontrolle bei der Vergabe von Krediten. Die Schuldenkrise scheint der Branche und den Aufsehern über den Kopf zu wachsen. VSA Goldpreis. Sobald das Währungssystem scheitert, wird eine Flucht ins Gold einsetzen. Das wird die Stunde des Goldes sein. Der genaue Zeitpunkt kann zwar nicht wirklich vorhergesagt werden, aber man kann sehr viel zuversichtlich sein, dass es irgendwann plötzlich einen parabolischen Anstieg geben wird, sagte David Stockman, ehemaliger VS-Kongressabgeordneter und Kabinettsmitglied von VS-Präsident Reagan gegenüber King World News. Die Zentralbanken betreiben ganz eindeutig die Zerstörung des Geldsystems, und zwar seit Nixon im August 1971 nach Camp David gegangen war. Hier stehen wir 45 Jahre später, kurz vor dem Ende eines instabilen, von Zentralbanken angetriebenen Fiat-Systems mit einer offensichtlichen Alternative. Echtes Geld. Na schau, die Sonne kommt doch noch raus. Wer hätte es geglaubt? VSA. Eine Amerikanerin, die im Außendienst arbeitete, erhielt die Kündigung, weil sie die Überwachungs-App, wenn ich App schon höre, von ihrem Smartphone löschte. Die GPS-App Xora Street Smart von Click Software wurde von ihrem Arbeitgeber für alle Außendienstmitarbeiter als verpflichtend vorgeschrieben, um so die Arbeit zu optimieren. Optimieren heißt das also. Diese zeigt nämlich nicht nur den Standort des Mitarbeiters an, sondern auch die Arbeitszeit, die Routenplanung und vieles mehr. Das Problem hierbei? Die Mitarbeiter werden nicht nur während der Arbeitszeit überwacht und kontrolliert, sondern auch in deren Freizeit, rund um die Uhr. Das ist ein System, welches zunehmend an Bedeutung gewinnt, da die Mitarbeiter in immer mehr Branchen möglichst den ganzen Tag für das Unternehmen da sein sollen. Welch Irrsinn! Washington. Der russische Nachrichtensender Russia Today gab gestern in einem Bericht bekannt, VS-Präsident Obama habe am Montag in einer Rede erklärt, dass die Polizeikräfte keine Ausrüstung wie schwere Panzerfahrzeuge und schwere Waffen, Handgranatenwerfer, Bajonette oder auch Tarnuniformen besitzen dürfen.
Diese Maßnahme wurde im Gefolge von Vorfällen im vergangenen Jahr und der Tötung vom jungen Afroamerikaner Brown durch einen weißen VS-Polizisten in der Stadt Ferguson ergriffen. Derzeit hatten die lokalen Polizeikräfte gegen die erzürnten Demonstranten in dieser Stadt schwere Militärausrüstung eingesetzt. Caracas. 8 Angehörige der venezolanischen Streitkräfte und ein Nationalgardist sind von einem Militärgericht wegen Beteiligung an Putschvorbereitungen gegen Präsident Maduro zu Gefängnisstrafen zwischen 4 und 8 Jahren verurteilt worden, gab Venezuelas Verteidigungsminister López via Twitter bekannt. Paraguay. Der Konjunkturzyklus in Paraguay verzeichnete einen Anstieg von 4,6% im ersten Quartal 2015. Damit liegen wir weit über dem regionalen Durchschnitt, gab Montag der Präsident der paraguayischen Zentralbank Valdovinos bekannt. New York, Jemen, Somalia. VN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat Montag in einem Bericht an den VN-Sicherheitsrat bekannt gegeben, die Angriffe Saudi-Arabiens auf den Jemen könnten den Al-Shabaab-Terroristen, welche der Al-Qaida angeschlossen sind, den Weg nach Somalia öffnen. Er fügte hinzu, in der Jemen-Krise verberge sich potenziell die Gefahr, dass die Region noch instabiler wird und die takfiristischen Terroristen nach Somalia gelangen. Saudi-Arabien, Pakistan. Laut Medienberichten sind VS-amerikanische und britische Offizielle überzeugt, dass Saudi-Arabien den Ankauf pakistanischer Atomwaffen plant. Sollte Saudi-Arabien danach fragen, ist man davon überzeugt, dass Pakistan schon alleine aufgrund der langjährigen engen Beziehungen und militärischen Verbindungen ihnen sofort die Atomsprengköpfe verkaufen würde. Kathmandu, New York. Nach dem Erdbeben vom 25. April und 12. Mai hat das Innenministerium in Kathmandu am Montagabend die aktuelle Bestandsaufnahme veröffentlicht. Durch das zweite Erdbeben verloren 148 Menschen ihr Leben. Menschen, die ihre Häuser verloren haben, bekommen von der Regierung $150, um sich temporäre Unterkünfte zu bauen, bevor der Monsun einsetzt. Die VN-Generalversammlung machte darauf aufmerksam, dass unbedingt eine Genderperspektive in die humanitäre Hilfe integriert werden müsse. Pazifik, Australien. David Shear, stellvertretender Sekretär für asiatisch und pazifische Angelegenheiten im Verteidigungsministerium, erklärte vor dem Komitee für Auslandbeziehungen letzten Mittwoch, dass Washington zusätzliche Militärkräfte auch nach Australien verlegen würde, darunter B-1-Bomber und Aufklärungsflugzeuge. Dies geschieht zusätzlich zu den bereits in den Westpazifik verlegten Armee- und Marineeinheiten. Waren dies die Kriegssignalhörner, die da klangen? Während die Abbott-Regierung, wie andere australische Regierungen vor ihr, glücklich eine Form von untersten Lakaienstatus gutheißen, geht die Präsenz von strategischen Bombern einen Schritt zu weit. Zumindest jetzt. Es bleibt die Realität, dass jedes Land, das blöde genug ist, mächtige strategische Mächte zu beherbergen, sich selbst als Ziel anbietet, nicht der Stabilität, sondern gemeinsamer Unstabilität. Moskau, New York. Das Verhalten der VSA könnte Russland zu einer Aufstockung des Bestandes an Atomwaffen zwingen, erklärte der Direktor des Departements für die Nichtweiterverbreitung und Kontrolle der Atombewaffnung des russischen Außenministeriums. Ulyanov erhob hervor, dass Russland gegenwärtig keine derartigen Pläne habe. Nur das, was die Amerikaner machen, objektiv fällt es sehr schwer, aber vielleicht beraubt es uns sogar gänzlich aller zukünftigen Möglichkeiten für Schritte zur atomaren Abrüstung. Donetsk. Der Artillerieangriff in der Nacht vom Montag auf Dienstag war der heftigste, den die Stadt seit Monaten erlebt hatte. Ein Zivilist kam dabei ums Leben. Nur einen Tag bevor dem Beschuss
hatte VS-Diplomatin Newland, verantwortlich für Osteuropa, bei einer Pressekonferenz in Moskau betont, dass ihr der ukrainische Premier und Präsident in Gesprächen versichert hätte, keine neuen Feindseligkeiten gegen den Donbass zu planen. Der verspricht viel, wenn der Tag lang ist. Kiew. Das ukrainische Parlament hat gestern der Regierung erlaubt, ein Moratorium für die Rückzahlung der fälligen Außenschulden zu verhängen und damit gesetzlich den Boden für einen Staatsbankrott vorbereitet. Wie es aus den Regierungskreisen hieß, wird Kiew ein technisches Default erklären, sollten die Kreditgeber eine Umschuldung ablehnen. Mittelmeer. Machen wir mal was anderes heute. Mittelmeer. Die Aufnahmen vom Montag zeigen, wie Russland und China gemeinsame militärische Übungen im Mittelmeer abhalten. Eine Vielzahl von Kampftrainingsaufgaben wurde unter dem Titel Gemeinsames Meer 2015 durchgeführt. Die gemeinsamen Militärübungen sollen noch bis zum 21. Mai gehen, also sprich bis morgen. Frankreich-Russland. Frankreich hat Russland Vorschläge zur Auflösung der abgeschlossenen Verträge zum Bau von 2 Hubschrauberträgern zugesandt. Russland ist mit den Vorschlägen nicht einverstanden. Die von Frankreich angebotene Lösungsvariante sieht die Rückerstattung von 785 Millionen Euro an Russland vor. Allerdings auch nur dann, wenn Russland dem Verkauf dieser Schiffe an jeden x-beliebigen Käufer ohne Einschränkung zustimmt. Weiterhin hat Frankreich vorgeschlagen, alle Risiken und Kosten zu teilen, die im Zusammenhang mit der Demontage der russischen Ausrüstung stehen, die Russland zur Ausstattung des Schiffes geliefert hatte. Das russische Verteidigungsministerium hat Kosten und Verluste berechnet und bewertet diese mit einer Summe von 1,163 Milliarden Euro. Mazedonien. Zehntausende Gegner und Anhänger der mazedonischen Regierung haben mit einem Tag Abstand in Skopje demonstriert. Experten sprechen von einer hohen Popularität von Premierminister Gruevski. Laut ihnen hat der Westen, allen voran die USA, die Anti-Regierungsaktionen dirigiert, um den Bau der russischen Gaspipeline durch Mazedonien zu verhindern. Großbritannien. Am späten Sonntagabend veröffentlichte WikiLeaks auf seinen Servern eine Botschaft von einem Whistleblower der britischen Streitkräfte. Seinen Informationen zufolge befinden wir uns nahe an einer Katastrophe. Sein Name William McNally, Ingenieur der Trident IED-5, einem strategischen Waffensystem. Dieses ganze Trident-System ist in ebenso desolatem Zustand wie die meisten deutschen Atomkraftwerke. Aber man lässt es darauf ankommen und die Leute kümmert es auch nicht. Man möchte halt sein eigenes Tschernobyl oder Fukushima haben. Griechenland, Washington. Angesichts Krise und Senkung des Mindestlohns und die Stundenlöhne in Griechenland ohnehin schon extrem gefallen. Dennoch verlangt der IWF weitere Lohnsenkungen. Für ein Land ohne Exportwirtschaft ist dies jedoch pures ökonomisches Gift. Athen und Brüssel täten gut daran, das VS-Vasalleninstrument IWF zum Teufel zu jagen. Begrüße ich. Oder wir. Deutschland. Es war einmal eine Sprache, die vor lauter Poesie und Wohlklang die Menschen zu Tränen rührte, die von Dichtern und Denkern immer weiter perfektioniert wurde, die um ein Haar auch in VSA gesprochen worden wäre. Lange ist's her, ein für allemal vorbei. Heute ist Deutsch ein linguistisches Auslaufmodell. Wie konnte es nur so weit kommen, dass unsere Kinder zwar wissen, was ein Babo ist, aber keine Ahnung haben, wer Goethe war? Anglizismen und Ausdrücke der Kiezsprache drängen in den Medien, in der Wirtschaft, sogar in der Politik unsere schöne nationale Sprache zurück. Das ist ja gewollt. Diese Tendenz zeigt sich auch im Bildungsbereich, wo man sich in Vorlesungen und bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen oft nur noch der englischen Sprache bedient. Nimmt man einem Volke die Muttersprache, beraubt man es seiner wichtigsten kulturellen Errungenschaft. How much
Sprachmatsch, müssen wir uns das noch bieten lassen? Eine sehr gute Frage. Mittlerweile, habe ich heute gelesen, wird wohl irgendwo in der zweiten Klasse mittlerweile schon Türkisch auch gelernt. Nicht schlecht in deutschen Schulen. Dresden. Der Zulauf zu Pegida geht zurück. Dennoch glauben viele Dresdner laut einer Umfrage, dass die Anti-Islam-Bewegung in der Stadt auch Positives bewirkt hat. Politiker würden endlich wieder mit dem Volk sprechen. Ja, es bringt noch nicht viel, leider. Vor allen Dingen ist es zu spät, denke ich mir. Hätten sie früher überlegen sollen. München. In München leuchten zum Christopher Street Day schwule Ampelmännchen und lesbische Ampelfrauen, hat der Kreisverwaltungsausschuss beschlossen. Gegen die Stimmen der CSU-Fraktion, die dagegen war. Berlin. Was seit Jahren medial vorbereitet wird, auch durch Bundespräsident Gauck, auf höchster politischer Ebene soll nun auch gesetzlich verankert werden. Eine Kommission, angeführt von Ex-Verteidigungsminister Rühe, bereitet die Abschaffung des Parlamentsvorbehaltes gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr vor. Die gute Nachricht? Die meisten Menschen setzen auf vergängliche Werte, kümmern sich ausschließlich um ihr irdisches Leben, häufen Schätze ohne wirklichen Wert. Treibt dich Angst an oder Freude? Suchst die Sicherheit allein in materiellen Dingen oder ist ein Frieden in deinem Geist und Freude in deinem Leben? Wer erwacht ist, ist frei von Angst. Wer erwacht ist, lebt in der Freude. Wer erwacht ist, ist wahrhaftig am Leben. Und die zweite gute Nachricht. Tu das, was du tust, weil du es tun willst und tue es mit Liebe. Und was bekomme ich dafür? Fragen schon viele Kinder, wenn man sie um etwas bittet. Viele Erwachsene stellen diese Frage unbewusst und erwarten vom Partner, vom Kind, vom Chef und anderen, dass sie etwas zurückbekommen dafür, für das, was sie tun. Wenn du etwas tust oder gibst, mach es, weil du Freude hieran hast und nur darum. Deine Freude am Geben deiner Gaben nährt dich selbst. Prüfe alles, was du tust, darauf, ob du es umzumachst. Sonst werden wir zu Fordernden. Dann fragt er, der Mann, die Frau, was gibst du mir dafür, dass ich heute gearbeitet habe? Und die Frau fragt, und was gibst du mir dafür, dass ich gekocht, gewaschen und gebügelt habe? Und das Kind fragt, und was gebt ihr mir dafür, dass ich eine gute Note geschrieben habe? Dankbarkeit ist schön. Wer sie aber einfordert, sollte sein Motiv gründlich hinterfragen. Denn das kommt aus einem tiefen Mangelbewusstsein. Denke selbst dafür, dass du das alles tun kannst. Nein, danke selbst dafür, dass du das alles tun kannst. Danke für deine eigenen Gaben, die du hinausgibst. Tue die Dinge, weil du es liebst, sie zu tun. Und wenn du sie noch nicht liebst, dann prüfe, warum du sie tust und ob das der Wahrheit deines Herzens entspricht. Habe den Mut und sei sehr ehrlich mit dir selbst. Gib deine Gaben mit Freude in die Welt, denn deine eigene Freude daran bereichert dich selbst. Wie war mal wieder. So, und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche allen einen wunderschönen Mittwochabend und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und Tschüsschen, viele liebe Grüße an alle.